Heute werden wir eine Zeit lang über Maple sprechen. Dabei werden wir uns die grundlegenden und einige der neuen Features in der neuesten Version von Maple, Maple 2016, ansehen. Beginnen wir mit einem ersten Rundgang. Betrachten wir zunächst einige Beispielanwendungen, damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie eine Anwendung oder ein Worksheet aussehen kann. Maple Worksheets können sehr unterschiedlich aussehen und dies ist nur eine Variante einer Maple-Anwendung. Ganz oben sehen Sie ein Diagramm und die Beschreibung des Problems. Weiter unten gibt es Textfelder zum Ändern der Parameterwerte. Außerdem gibt es einen Knopf, mit dem die Ergebnisse aktualisiert werden können. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie Maple Worksheets aussehen können. Hier gibt es keine Gleichungen oder Programme, nur Diagramme, Texte, Parameterwerte und die Ergebnisse. Diese Art von Anwendung kann kostenlos über den Desktop oder das Web geladen werden. Nun gibt es von MapleSoft eine App namens MaplePlayer. Der MaplePlayer ist eine kostenlose Laufzeitversion von Maple. Die Idee dabei ist, dass Sie mit Ihrer Hauptlizenz von Maple eine solche Anwendung erstellen können. Fügen Sie dann die GUI-Elemente hinzu, zum Beispiel Schieberegler, Drehschalter, Anzeigen und andere Widgets. Anschließend stellen Sie diese Anwendung mit dem MaplePlayer bereit. Wenn Sie bei Google nach MaplePlayer suchen, ist es der erste Link. Und so sieht die Anwendung im MaplePlayer aus. Wie Sie sehen, sieht sie genauso aus wie die originale Anwendung. Sie können keine Änderungen vornehmen und auch nichts löschen, aber Sie können die Parameterwerte ändern, auf Knöpfe klicken und die Auswahl in den Dropdown-Menüs ändern. Sie können das alles auch im Web bereitstellen. MapleSoft bietet einen kostenlosen Dienst namens MapleCloud an. Im Wesentlichen können Sie dort Ihre eigenen öffentlichen oder nicht öffentlichen Cloud-Gruppen anlegen. Sie können Anwendungen hochladen und die URL an Ihre Kollegen oder Kunden senden. Dies ist eine Maple-Anwendung, die in die Cloud hochgeladen worden ist und die mit dem Browser aufgerufen werden kann. Es ist eine Version einer schon früher gezeigten Anwendung, nämlich der Berechnung des Gasdurchflusses an einer Blende. Hier können Sie damit jedoch über das Web interagieren, solange Sie eine Internetverbindung haben. Sie können Parameterwerte ändern und Ergebnisse per E-Mail an jemand anderen senden. Dies ist nur eine andere Möglichkeit, Maple-Anwendungen bereitzustellen. Sie können auch Maple-Anwendungen erstellen, in denen alle Gleichungen sichtbar sind. In dieser Anwendung optimiert Maple die Konstruktion eines geschweißten Trägers. Wie Sie sehen, gibt es hier ein Diagramm, die Beschreibung des Problems steht ganz oben und es gibt die Parameterwerte, zum Beispiel Längen und Belastungsgrenzwerte. Unten in der Anwendung hat Maple die Zielfunktion unter Beachtung der Nebenbedingungen optimiert. Maple-Dokumente sind rein elektronische Dokumente. Wenn Sie also Parameterwerte ändern und auf diesen Knopf klicken, wirken sich diese Änderungen auf das gesamte Maple-Worksheet aus und alle Ergebnisse und Abhängigkeiten werden aktualisiert. Lassen Sie uns einmal durchgehen, wie sich ein paar einfache Dinge berechnen lassen. Dies ist ein leeres Dokument. Hier in der linken oberen Ecke ist der Befehlsprompt, der Math-Prompt. Mit seiner Hilfe können Sie Maple als Rechner nutzen. Sie geben eine Gleichung in normale mathematische Notation ein und Sie können sich das Ergebnis ansehen, indem Sie Steuerung gleich drücken. Wenn Sie die Taste Enter verwenden, erscheint das Ergebnis in einer neuen Zeile.
Außerdem wird es nummeriert. Wenn Sie etwas anderes eingeben, sehen Sie, wie die Ergebnisreferenz hochgezählt wird. Sie können Berechnungen mit diesen Ergebnisreferenzen aufbauen. Wenn Sie STRG L drücken, können Sie die Nummer der Ergebnisreferenz eingeben. Addieren wir Ergebnis 1 und Ergebnis 2. Das ist eine sehr saubere und übersichtliche Art des Arbeitens. Sie können in Maple Worksheets auch Variablen definieren. Zum Beispiel x gleich 3 und y gleich 7 und Sie können mit diesen Variablen Berechnungen durchführen. Wenn Sie die Werte von x und y oben im Maple Worksheet ändern und diese Taste anklicken, werden alle Ergebnisse und Abhängigkeiten aktualisiert. Jetzt können Sie eine dieser Definitionen nehmen und zu einem algebraischen Ausdruck machen. Wenn Sie das Worksheet nochmals aktualisieren, sehen Sie, dass die analytische Abhängigkeit bei den Ergebnissen erhalten geblieben sind. Und darin unterscheidet sich Maple von anderer Rechensoftware. Maple hat eine vielseitige, flexible Mathematik-Engine mit vielen verschiedenen Features. Es bietet Ihnen verschiedene Wege, mit dieser Mathematik-Engine zu interagieren. Auf dieser einfachsten Ebene geben Sie nur eine Gleichung oder einen Ausdruck ein, klicken ihn mit Rex an und es erscheint ein Menü mit einer Reihe verschiedener mathematischer Funktionen. Suchen wir uns hier eine aus und plotten das Ergebnis. Wir haben nur den Ausdruck eingegeben, ihn mit Rex angeklickt, die geeignete kontextsensitive Option ausgewählt und das Ergebnisse grafisch ausgeben lassen. Auch hier können Sie den ursprünglichen Ausdruck ändern, das gesamte Worksheet neu ausführen lassen und das Ergebnis und die Abhängigkeit werden aktualisiert. Der Inhalt der Menüs hängt vollständig vom Kontext ab. Geben wir einmal eine Differentialgleichung ein und verwenden dabei die Punktnotation für eine Ableitung nach der Zeit. Nehmen wir noch eine Grenzbedingung und eine Anfangsbedingung hinzu. Wenn Sie das mit Rex anklicken, sehen Sie, dass sich die kontextsensitiven Optionen geändert haben. Maple hat erkannt, dass es sich um eine Differentialgleichung handelt. Und so können Sie einfach für y von t lösen. Sie können nun das Ergebnis in einen neuen Math-Bereich ziehen, zum Beispiel so, und mit Rex darauf klicken, um es weiter zu bearbeiten. Wie schon gesagt, hängt der Inhalt der Menüs vollständig vom Kontext ab. Und das geht wirklich sehr weit. Wenn Sie zum Beispiel das Paket für dynamische Systeme laden, eine Übertragungsfunktion eingeben und mit Rex darauf klicken, erscheint ein Menü für dynamische Systeme mit den Werkzeugen, um dieses System zu manipulieren. Sie können die Übertragungsfunktion in die diskretisierte Form bringen, in eine Differentialgleichung, eine Zustandsraumdarstellung oder ein Zero-Pole-Gain-Modell umwandeln. Sie können das charakteristische Polynom verändern oder automatisch einen regelungstechnischen Plot erzeugen. Lassen Sie uns zum Beispiel ein Amplitudendiagramm erstellen. Sie können mit kontextsensitiven Menüs noch sehr viel mehr machen, aber darauf können wir im Moment nicht weiter eingehen. Maple hat außerdem eine Bibliothek mit über 5000 Befehlen für praktisch jeden Bereich der Mathematik. Es gibt Werkzeuge zum numerischen und symbolischen Lösen von Differentialgleichungen, Werkzeuge für die lineare Algebra, Matrizenberechnungen, Statistik, Dataanalysen und sehr viel mehr. Diese Funktion hier kommt regelmäßig zum Einsatz. Sie löst eine Gleichung numerisch. Wenn x plus log x gleich 3 ist, dann ist x ca. 2,2. Wenn Sie diesen Befehl mit Rex anklicken,
gelangen Sie direkt in das Hilfemenü, indem Sie diese Option hier auswählen. Wenn Sie eine ältere Version von Maple verwenden, werden Sie feststellen, dass diese Hilfeseite anders aussieht. In der neuesten Version hat MapleSoft die Darstellung aller Hilfeseiten in Maple überarbeitet. Oben gibt es nun ein Inhaltsverzeichnis. Häufig springen die Anwender nach dem Aufruf einer Hilfeseite in Maple direkt zu den Beispielen. Bisher mussten sie sehr viel scrollen, um zum Bereich mit den Beispielen zu gelangen. Jetzt reicht es, den Link für die Beispiele anzuklicken, um sofort dorthin zu springen. Anschließend können Sie diese Beispiele kopieren und in das Maple Worksheet einfügen. Hier rechts gibt es eine Liste weiterer Links. Damit kann man das gesamte Ökosystem von Maple sehr viel besser entdecken. Hier ist noch ein Befehl, der ständig benutzt wird. Er löst eine Gleichung oder ein Gleichungssystem symbolisch. Hier haben wir eine quadratische Gleichung und hier die beiden Wurzeln. Wie schon gesagt, gibt es über 5000 Befehle. Wir werden das alles nicht im Detail durchgehen, aber einige werden wir uns später noch ansehen. Maple hat auch eine eigene Programmiersprache. Schauen wir uns einmal an, wie ein einfaches Maple-Programm aussieht. In Maple nennen die Programmierer es eine Prozedur. Es ist eine recht typische prozedurale Programmiersprache. Wenn Sie schon einmal in Visual Basic programmiert haben, dürfte der Umstieg auf die Programmiersprache von Maple ziemlich einfach sein. In diesem Bildschirmbereich wird gerade ein einfaches Programm geschrieben, das die Fakultät einer Zahl berechnet. Wie Sie sehen, ist eine Reihe lokaler Variablen definiert worden. Eine der lokalen Variablen wird mit der Zahl 1 initialisiert. Die Schleife wird nun durchlaufen und die lokale Variable wird mit dem Schleifenindex i multipliziert. Wir wollen den n-Wert, also diese lokale Variable, als Ergebnis des Programms zurückgeben. Wenn wir alles richtig gemacht haben, ist die Fakultät von 520. Die Fakultät von 6 ist 720. Eine der versteckten Juwelen in Maple ist die Erzeugung von Programmcode. Sie können eine Maple-Prozedur wie diese nehmen und in eine Reihe anderer Sprachen umwandeln. Übrigens vervollständigt Maple der Eingabe die Befehle automatisch. Wenn Sie die ersten Buchstaben des Befehls eingeben und die Escape-Taste drücken, erscheint das Befehlsmenü im Bildschirm und Sie können einfach die gewünschte Funktion auswählen. Maple wandelt Ausdrücke und Prozeduren nach C, C-Sharp oder Java, Python und einer Reihe anderer Sprachen. Wandeln wir das hier nach Python um. Schon haben wir das Python-Programm. Häufig setzen viele Forschungsingenieure Maple ein, um komplexe Systeme symbolischer Gleichungen für den Einsatz in den Mathematikfunktionen von Maple zu entwickeln. Sie müssen häufig umfangreiche Gleichungssysteme in andere Sprachen umwandeln, um sie dann in andere Programme, zum Beispiel in Java oder Python, einzubetten. Wenn Sie das von Hand machen wollten, würde das sehr lange dauern und der Aufwand wäre immens. Maple führt das alles automatisch aus. Sie können in Maple auch sehr ansprechende grafische Darstellungen erzeugen. Dies ist ein einfacher Plot-Befehl. Hier geben wir einfach den Sinus von x zwischen 0 und 10 aus. Wenn man den Plot mit rechts anklickt, kann man die Darstellung verändern oder die anderen Parameter nutzen. Gitterlinien können per Parameter hinzugefügt werden. Wir können die Größe der Darstellung verändern, zum Beispiel auf 500 x 800 Pixel. Hier ist ein cleverer Trick. Sie können die Ergebnisse eines MapleSoft-Befehls einer Variable zuweisen. Lassen Sie uns einen weiteren Plot erstellen
und einer anderen Variablen zuweisen. Diesmal plotten wir den Cosinus x und legen die beiden Plots übereinander. Um die beiden Plots zu unterscheiden, kann man ihnen unterschiedliche Farben zuweisen. Machen wir den zweiten Plot grün und den ersten blau. Wie Sie sehen, haben die Linien nun unterschiedliche Farben. Sie können auch Legenden und Texte hinzufügen, um die Plots informativer zu gestalten. Es kann noch viel mehr angepasst werden. Hier ist ein Beispiel. Wir importieren hier Erdbebendaten aus dem Internet. Genauer gesagt vom Geologischen Dienst der USA. Mit diesem Befehl hier wird die eigentliche Arbeit geleistet. Hier stellen wir die Verbindung zur Website her und importieren Erdbeben mit einer Stärke von 2,5 oder mehr aus den letzten 24 Stunden nach Mebel. Nun können wir die Daten manipulieren und analysieren. Hier wurden die Orte dieser Erdbeben auf einer Karte der Erde zusammen mit einem farbigen Balken für deren Stärke dargestellt. Dies ist eine ausgesprochene spezielle Visualisierung und ein schönes Beispiel dafür, was Sie mit Mebel machen können. Bis hierhin haben wir Mathematik in Mebel Worksheets eingegeben. Wir können sie auch mit Anmerkungen versehen. Geben Sie einfach STRG T auf der Tastatur ein. Schon sind Sie im Textmodus und können Ihren Text eingeben. Sie können beliebig zwischen Mathematik und Text hin und her schalten. Und ähnlich wie in Microsoft Word, wenn Sie irgendwo in diesen Textbereich klicken, können Sie die Textdarstellung ändern. Zum Beispiel Überschrift 1, Überschrift 3 und so weiter. Wenn Ihnen die vorgegebenen Formate nicht gefallen, können Sie sie ändern und über das Menü Format Style völlig neu erstellen. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, die Darstellung Ihrer Mebel Worksheets anzupassen. Einige Anwender bevorzugen Tabellen, um das Layout ihres Mebel Worksheets zu verändern. Wenn Sie zum Menü Insert gehen und Table auswählen, nehmen wir eine Tabelle mit 3x2. Dann wird diese Tabelle in das Mebel Worksheet eingefügt. Sie können in die einzelnen Zellen der Tabelle nun Formeln, Text, oder sogar Bilder einfügen. Wenn Sie die Tabelle mit Rex anklicken, können Sie zum Beispiel die Darstellung der Tabellenlinien abschalten, indem Sie diese Optionen einfach deaktivieren. So können Sie Ihre Mebel Worksheets ganz nach Ihren Vorstellungen anpassen. Mebel enthält auch einfache Zeichenwerkzeuge. Wenn Sie zum Menü Insert gehen und Drawing auswählen, erscheint im Bildschirm eine Zeichenfläche. Mit diesen Werkzeugen können Sie einfache Freikörperbilder, Liniendiagramme und so weiter erzeugen. Wenn Sie Ihr Mebel Worksheet erstellt haben, werden Sie es häufig als PDF an Ihre Kollegen weitergeben wollen. Auch das ist direkt aus Mebel heraus möglich. Gehen Sie zum Menü File, wählen Sie Export as und Sie sehen, PDF ist eine der Standardoptionen für den Export.
Sie können das nun auf dem Dashboard speichern und hier ist die gerade erstellte PDF-Datei. So können Sie Ihre Mipple Worksheets sehr einfach an ein größeres Publikum verteilen, wenn Mipple Player und Mipple Cloud nicht in Frage kommen. Wir sind nun fast am Ende unseres ersten Rundgangs. Wir wollen uns nun ein etwas komplexeres Problem ansehen, bevor wir mit dem Rest der Vorführung weitermachen. Mit dem MIPO-Werkzeug für die lineare Algebra können Sie ein großes, dünn besetztes lineares Gleichungssystem lösen. Hierzu nutzen Sie die Werkzeuge im MIPO-Paket für lineare Algebra. Es enthält eine große Zahl von Werkzeugen zum Rechnen mit Matrizen. Als Beispiel erzeugen wir hier eine Zusatzmatrix mit 1000 Zeilen und 1000 Spalten. Gewünscht wird eine dünn besetzte Verteilung. Daher erhält nur das erste und jedes tausendste Element einen Wert. Außerdem geben wir eine effiziente Form der Speicherung für diese Zahlen vor. Wenn wir jetzt auf Enter drücken, sehen Sie nicht die gesamte Matrix, sondern nur diesen Block. Wir können diesen Block mit rechts anklicken und Browse auswählen. Jetzt erscheinen die einzelnen Elemente. Die meisten dieser Elemente sind 0, einige haben nur einen anderen Wert. Und wenn Sie auf Image klicken, dann erhalten Sie eine bildliche Darstellung der Struktur der Matrix. Um das einfacher lösen zu können, füllen wir hier die Hauptdiagonale mit Hilfe einer Schleife mit Zahlen. Wenn wir die Matrix jetzt mit Browse erneut anzeigen, sehen wir die Zahlen entlang der Hauptdiagonalen und wenn wir auf Image klicken, sehen Sie die Hauptdiagonale auch in der Visualisierung. Wir wollen nun einen Ergebnisvektor für diese linearen Gleichungen erzeugen. Auch den dünn besetzt und mit einer effizienten Art der Speicherung. Wie berechnen wir nun die Lösung für dieses dünn besetzte lineare Gleichungssystem? Dafür gibt es diesen Befehl LinearSolve aus dem Paket für lineare Algebra. Hier ist die Matrix und der Vektor. Und wenn Sie Enter drücken, erhalten Sie das Ergebnis. Wenn Sie prüfen wollen, ob diese Lösung korrekt ist und bestätigen wollen, dass es sich für Ihr Gleichungssystem um eine gültige Lösung handelt, können Sie die Norm des Lösungsvektors berechnen. Zum Beispiel so etwas hier. Und wenn Maple ein gültiges Ergebnis geliefert hat, sollte das Ergebnis dieses Befehls 0 oder fast 0 sein. Wie Sie sehen, ist es 0. Das heißt, Maple hat ein gültiges Ergebnis, eine gültige Lösung gefunden. So viel zur ersten Übersicht über einige der Features von MIPL. Kommen wir nun zu einigen der neuen Features, die mit der neuesten Version MIPL 2016 hinzugekommen sind. MIPL 2016 ist eine besonders gelungene Version mit vielen überzeugenden Features für alle Anwendergruppen, also Dozenten, Praktiker oder Studierende. Einige Features helfen Ihnen, schneller zu arbeiten und Ihre Projekte besser zu verwalten. Wir können nicht alle neuen Features im Detail zeigen.
Die Anwender werden sicher bald ihre Favoriten finden, die für sie den größten Nutzen haben. Mit Maple 2016 hat MapleSaft ein neues Dateiformat eingeführt, das sogenannte Workbook. Das Maple Workbook ist ein Dateicontainer, in dem Sie mehrere Maple Worksheets, Datendateien und so weiter auf Ihrem Rechner in einer einzigen Datei zusammenfassen können. In der Praxis heißt das, Sie können Ihre Maple-Analyse-Projekte zwischen Rechnern verschieben oder Ihre Maple-Analyse per E-Mail an Kollegen oder Kunden senden und müssen nur eine statt mehrere Dateien an Ihre E-Mail anhängen. Sehen wir uns ein solches Workbook einmal an. Das Wichtigste an einem Workbook ist der Workbook-Navigator hier unter dem rechten Reiter. Er zeigt die Liste aller Anhänge im Workbook und was Sie im Bildschirm sehen, einschließlich aller Anhänge hier links, befinden sich in einer einzigen Datei auf dem Rechner. Sie hat die Erweiterung .mabel. In unserem Beispiel sind dies unter anderem eine Reihe von Maple-Worksheets. Wenn wir dieses Maple-Worksheet anklicken, lädt es das Workbook und bringt es nach vorne. Außerdem befinden sich darin eine Datendatei in Form eines Spreadsheets. Wenn wir diese Datei im Navigator doppelklicken, wird sie in einem Tabellenkalkulationsprogramm geladen. Das sind einfach Daten, die man dann in einer Reihe von Maple-Worksheets analysieren kann. Wenn wir zum Maple-Worksheet zurückgehen, sehen Sie, dass einfach die an dieses Workbook in Maple angehängte Datendatei importiert wird. Danach kann es genutzt werden, um Informationen zu analysieren. Hier wurde übrigens das Ergebnis dieses Maple-Plot-Befehls der Maple-Variablen p zugewiesen und anschließend über das Workbook-Variablen-Menü als Variablendefinition gespeichert. Wir können nun im Workbook ein neues Worksheet hinzufügen, p1 eingeben, Enter drücken und Sie sehen den Plot, den wir zuvor im Workbook gespeichert haben. Dies ist eine tolle Möglichkeit, Maple-Worksheets weniger komplex zu machen. Sie brauchen häufig nicht mehr große Mengen an Code oder Variablen von Worksheets in ein Analyseprojekt zu kopieren. Sie fügen einfach alle zu einem Workbook hinzu und speichern Variablen in einer Variablenpalette und können nun in alle Maple-Worksheets in Ihrem Workbook auf diese Variablen zugreifen. Wie erstellt man also ein Workbook? Und wie fügt man einen Anhang hinzu? Als ersten Schritt erstellen wir ein Worksheet. Wenn wir dann links in den Workbook-Bereich gehen und auf Save as Workbook klicken, können wir dieses Worksheet in einem neuen Workbook speichern. Nennen wir es Test und klicken wir auf Save. Hier ist es auf dem Desktop als Datei test.maple. Wenn wir Maple minimieren, dies ist das Workbook, das wir angelegt haben. Es ist ein Dateicontainer. In diesem Dateicontainer fügen wir nun eine weitere Datei namens Data hinzu. Wenn das erledigt und das Workbook gespeichert worden ist, befinden sich beide Dokumente in derselben Datei auf dem Rechner. Aus dem Maple-Worksheet können wir die Daten importieren und mit den Werkzeugen von Maple analysieren, plotten und so weiter. Ihr Aufbau und die Tatsache, dass eine Reihe von Worksheets und andere Datendateien in einer einzigen Datei auf dem Rechner zusammengefasst werden können, bedeutet, dass dass Workbooks eine gute Umgebung und ein praktisches Werkzeug sind, um interaktive Bibliotheken, Anwendungen
oder E-Books zu erstellen. Das ist nur eins der Dinge, an denen die Leute bei Maplesoft gearbeitet haben. Dies ist die Bibliothek der Maple-Anwendungen für die Wärmetechnik. Wenn wir zum Navigator gehen, sehen Sie, dass es dort ca. 30 bis 40 Maple-Worksheets gibt. Sie navigieren in dieser Wärmetechnik-Bibliothek einfach, indem Sie die entsprechende Anwendung im Navigator anklicken. Sie können auch über das Inhaltsverzeichnis gehen. Hier haben wir eine recht clevere Anwendung, die eins der neuesten Features von Maple 2016 nutzt. Dies ist ein interaktives, psychometrisches Diagramm der Eigenschaften feuchter Luft. Wenn wir mit dem Mauszeiger über die Grafik fahren, sehen Sie, wie die psychometrischen Informationen oben links in der Ecke ständig aktualisiert werden. Kommen wir zum nächsten Thema. Maple 2016 enthält eine umfassende Engine der thermophysikalischen Eigenschaften von reinen Flüssigkeiten, Gemischen und feuchter Luft. Das ist besonders interessant, weil es Maple einen völlig neuen Anwendungsbereich in der Wärmewissenschaft und der Wärmetechnik eröffnet. Sehen wir uns an, was man damit machen kann. In dieser Anwendung modelliert der Anwender, wie sich zwei Luftströme vermischen, und er berechnet den Ausgangsluftstrom. Dies sind die Eigenschaften der beiden Eingangsluftströme. Zum Beispiel die Temperaturen, relative Luftfeuchtigkeit und die Durchflussraten. Mit diesem Maple-Befehl werden die Eigenschaften der einzelnen Eingangsluftströme berechnet. Und hier berechnen wir den Wärmeinhalt eines Eingangsluftstroms anhand der Trockenkugeltemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und des Drucks. Sie sehen, dass Maple den Wärmeinhalt mit der entsprechenden Einheit zurückgibt. Dieses Beispiel berechnet auch das Feuchtigkeitsverhältnis und das spezifische Volumen. Hier sind die physikalischen Gleichungen, die den Mischprozess beschreiben. Dies ist die Wärme- und Massenbilanz. Und hier wird der Mischvorgang in einem psychometrischen Diagramm geplottet. In dieser Anwendung modellieren wir den organischen Rankine-Zyklus. Dies ist ein thermophysikalischer Prozess, der Abwärme in nützliche Arbeit umsetzt. Oben sehen Sie ein Flussdiagramm des Rankine-Zyklus mit den Zwischenwerten für die Temperaturen, für die Temperatur, Druck und Feuchtigkeit. Außerdem gibt es eine Zusammenfassung der Informationen zum Zyklus und ein Wärmeübertragungsdiagramm. Wenn wir nach unten scrollen, können wir die Flüssigkeit ändern. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, wie sich die Werte in der Zusammenfassung der Informationen zum Zyklus sowie die Zwischenwerte der Temperaturen, Wärmeinhalt und Drücke ändern. Sie können auch die übrigen Bedingungen verändern und sehen dann, wie die Informationen in diesem Diagramm oder der Zusammenfassung entsprechend den neuen Eigenschaften des Systems aktualisiert werden. Sehen wir uns dieses Paket einmal genauer an. Das neue Paket heißt Thermophysical Data. Es stellt eine Reihe von Befehlen zur Verfügung. Der am häufigsten genutzte Befehl dürfte wohl Property sein. Er ist die Hauptschnittstelle zur thermophysikalischen Engine. Nehmen wir einmal an, Sie wollen die Dichte von Wasser bei einer Temperatur von 290 Kelvin bei einem Druck von einer Atmosphäre berechnen. Wie Sie sehen, wurden bei den Zuständen Einheiten angegeben und das Ergebnis, die Dichte, hat ebenfalls eine Einheit erhalten. Wenn Sie das Ergebnis mit Rex anklicken, können Sie es in jede andere für diese Größe passende Einheit umrechnen. Neben der Dichte können Sie viele andere Eigenschaften berechnen.
Zum Beispiel die Viskosität, den Wärmeinhalt und vieles mehr. Mebel kennt die Eigenschaften von rund 130 verschiedenen reinen Flüssigkeiten, einschließlich Kältemitteln wie R134a, Flüssigkeiten wie Ethanol und vieles mehr. Wichtig ist, dass Sie die Zustände, die Sie verwenden wollen, flexibel vorgeben können. Sie können zum Beispiel den Wärmeinhalt eines Kältemittels mit der Temperatur und der Entropie als Zustände berechnen. Sagen wir, dieses Kältemittel hat eine Temperatur von 250 Kelvin und eine Entropie von 300 Joule pro Kilogramm pro Kelvin. Nun berechnet Ihnen Mipel, dass dies der Wärmeinhalt des Kältemittels A134a bei dieser gegebenen Temperatur und dieser Entropie ist. Die Daten können außerdem in Gleichungen verwendet werden. Sie können in Verbindung mit allen Mathematikfunktionen von Mipel eingesetzt werden. Sehen wir uns ein Beispiel an. Dies ist eine Funktion, die die spezifische Wärmekapazität von Wasser als Funktion der Temperatur ausgibt. Diese können wir dann mit verschiedenen Temperaturen aufrufen. Bei einer Temperatur von 290 Kelvin beträgt die spezifische Wärmekapazität von Wasser rund 4200 Joule pro Kilogramm pro Kelvin. Sie können diese Funktion für einen bestimmten Temperaturbereich plotten. Wie Sie sehen, erreicht sie bei 310 Kelvin ein Minimum. Gehen wir einen Schritt weiter. Sie können die Optimierungsfunktionen von Maple dazu nutzen, die Temperatur zu ermitteln, bei der die spezifische Wärmekapazität von Wasser am niedrigsten ist. Hier zeigt Maple an, dass das Minimum genauer die Wärmekapazität von Wasser bei einer Temperatur von ca. 3009,4 Kelvin bei rund 4100 79,2 Joule pro Kelvin pro Kilogramm am niedrigsten ist, was zufällig im Bereich der menschlichen Körpertemperatur liegt. Der Befehl Property liefert auch die Eigenschaften beliebiger Flüssigkeitsmischungen. In diesem Beispiel wird die Dichte anhand der Temperatur und des Drucks der Komponenten eine Mischung aus Methan, Ethan, N-Butan und Pentan berechnet. Die numerischen Werte stehen zwischen den Klammern hinter den Flüssigkeiten. Sie können die Eigenschaften feuchter Luft berechnen. Nehmen wir an, Sie wollen die Feuchtkugeltemperatur feuchter Luft anhand der Trockenkugeltemperatur, des Drucks und der relativen Luftfeuchtigkeit berechnen. Thermophysikalische Daten können auch zur Visualisierung von Wärmedaten herangezogen werden. Sie können Druck-, Wärmeinhalt-, Temperaturdiagramme für beliebige der 130 Flüssigkeiten erzeugen. Dies ist ein PHT-Diagramm für Stickstoff, das von Maple automatisch generiert worden ist. Und hier ist ein ähnliches Diagramm für das Kältemittel
A134A. Auch die können Sie anpassen. Sie können die Positionen der Isothermen und der Linien konstanter Qualität ändern. Sie können auch die Temperatur-Eckwerte für diese Grafik ändern. Skalieren wir einmal die Y-Achse so, dass nur die Werte zwischen 10 und 4000 Kilopascal geplottet werden. Die sind Meeple-Standard-Plot-Objekte und Sie können Linien und andere Elemente über die Grafik legen, um den Ablauf des thermophysikalischen Prozesses darzustellen. Weisen wir diesen Plot der Variablen P1 zu. Dies ist eine Reihe von Punkten, die die Eckpunkte des thermodynamischen Zyklus darstellen. Hier erstellen wir mit dem Befehl PlotPoint einen weiteren Plot, der diesen thermodynamischen Zyklus zeigt. Und anschließend legen wir diesen Plot über das Druck-Wärmeinhalt-Temperatur-Diagramm. Und das hier ist der thermodynamische Zyklus. Sie können auch psychrometrische Diagramme für beliebige Druckwerte erstellen. Standardmäßig erhalten Sie ein psychrometrisches Diagramm für normalen Atmosphärendruck. Also eine Atmosphäre. Wenn Sie wollen, können Sie dieses Diagramm für Werte leicht ober- oder unterhalb des Atmosphärendrucks neu erstellen lassen. Erstellen wir ein neues psychrometrisches Diagramm für einen Wert leicht oberhalb des Atmosphärendrucks. Dieses Diagramm wird mit der Meeple Engine für thermophysikalische Eigenschaften on the fly berechnet, deshalb dauert es einige Sekunden. Sie können auch völlig individuelle thermodynamische Visualisierung erzeugen. In diesem Programmauszug sehen Sie Meeple-Code, der einen kundenspezifischen Plot von Temperatur und Wärmeinhalt für Wasser erzeugt. Die Temperatur wird auf der Y-Achse und der Wärmeinhalt auf der X-Achse aufgetragen. Die rote Linie ist der Zwei-Phasen-Bereich. Die schattierten Bereiche sind Isobaren oder Bereiche mit konstantem Druck. Wenn Sie wollen, können Sie in den Code gehen und den Wert der Isobare auf 8000 bar ändern. Lassen wir die Grafik jetzt neu berechnen. Und da dies on the fly geschieht, dauert es einige Sekunden, bis das neue Diagramm erscheint. Sie sehen einen neuen Plot mit einer Isotherme bei 8000 bar. Nächstes Thema. Viele Anwender setzen Meeple ein, um Daten zu analysieren. Sie importieren Daten in Meeple, visualisieren sie und wandeln sie in verschiedene Formen um. Unabhängig vom Fachgebiet und vom Profil des Anwenders ist das Thema immer das gleiche. Die Daten müssen in einer flexiblen Form in Meeple gespeichert werden. Deshalb haben wir in Meeple 2016 eine neue 2D-Datenstruktur eingeführt. Sie wird als DataFrame bezeichnet und ähnelt einer Matrix. Im Unterschied zu einer Matrix kann ein DataFrame für die Zeilen und Spalten symbolische Namen haben. Dieses Workbook zeigt ein Beispiel. Zu diesem Workbook wurde eine Datendatei hinzugefügt. Dieses Spreadsheet enthält Finanzdaten von Unternehmen. In der ersten Spalte stehen ca. 6000 Kürzel börsennotierten Unternehmen. Diese werden zu Zeilennamen, wenn Sie die Daten in Meeple in ein neues DataFrame importieren.
In der ersten Zeile stehen ca. 60 bis 70 Finanzinformationen. Diese werden zu Zeilennamen, wenn die Daten in Maple importiert werden. Die Finanzinformationen umfassen Positionen wie den Börsenwert, das Kursgewinnverhältnis, den Auszahlungskurs, den Ertrag je Aktie und so weiter. Wir importieren diese Daten nun in Maple und wandeln sie in ein Data Frame um. Nun können Sie die symbolischen Zeilen- und Spaltennamen verwenden, um auf die Daten zuzugreifen. Eines der Unternehmen hat das Kürzel WMT und einer der Spaltennamen ist Market Cap. Damit ist dies der Börsenwert des Unternehmens. Sie können auch den Ertrag je Aktie extrahieren. Eines der cleveren Dinge, die man mit DataFrames machen kann, ist die Möglichkeit, die Spaltennamen in Filterausdrücken zu verwenden. Hier filtert der Anwender die Unternehmen mit einem Kursgewinnverhältnis zwischen 5 und 10 heraus. Wenn Sie wollen, können Sie dies auf einen Bereich zwischen 5 und 6 einschränken. Damit erhalten Sie eine kleinere Anzahl von Unternehmen. Sie können auch mehrere Spaltennamen im Filter verwenden. Hier filtert der Anwender nach Börsenwert, Kursgewinnverhältnis und EPS. DataFrames sind auch eng mit den Analysefunktionen verknüpft. Wenn Sie einen Datensatz importieren oder erzeugen, können Sie darauf verschiedene statistische Analysetechniken anwenden, zum Beispiel die Hauptkomponentenanalyse und so weiter. Darauf können wir jetzt aber nicht eingehen. Microsoft hat auch einige Verbesserungen an der MIPO-Oberfläche vorgenommen. Wir werden uns hier aber auf ein oder zwei Verbesserungen des Look and Feel im MIPO Worksheet konzentrieren. Häufig muss das Worksheet in einem Analyseprojekt mit Gleichungen versehen werden. Normalerweise ist eine Gleichung, wenn Sie sie in ein MIPO-Dokument eingeben, mathematisch aktiv. Wenn Sie dieses MIPO-Worksheet ausführen, sehen Sie, dass Maple versucht, mit diesen Gleichungen etwas zu machen. Das ist in diesem Zusammenhang aber nicht gewünscht. Wir brauchen die Gleichungen nur als Kommentare. Nun können Sie einfach mit Rex auf eine Gleichung klicken und diese Option deaktivieren, um die Gleichung als nicht ausführbar zu markieren. Das machen wir auch mit dieser Gleichung. Wenn wir das MIPO-Worksheet nun wieder ausführen, sehen Sie, dass Maple mit diesen Gleichungen nichts macht und sie einfach übergeht. Sie sind reine Kommentare. Damit wird das Schreiben von Dokumentationen in Maple sehr viel einfacher. Sie haben schon gesehen, dass auch die Navigation in den Hilfeseiten schneller geworden ist. Wir haben Ihnen die Hilfeseite schon früher gezeigt und dies ist nur ein weiteres Beispiel für unsere überarbeitete Hilfefunktion. Es gibt ein ähnliches Inhaltsverzeichnis sowie eine Liste zugehöriger Links auf der rechten Seite. Eine weitere Initiative, die Microsoft mit Maple 2016 eingeführt hat, ist eine moderierte Bibliothek von Maple-Anwendungen. Wenn wir zu dieser URL gehen, erscheint diese Seite. Hier finden Sie rund 40 Anwendungen zu verschiedenen Themen in Wissenschaft, Technik, Mathematik, Datenanalyse und so weiter. Dies sind moderierte, hochwertige Anwendungen, die Sie downloaden und für Ihre Arbeit einsetzen können. Mehr können wir heute leider nicht mehr unterbringen.